Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Gelb in der Multilog-Challenge. Wir sind am letzten Mal auf der Nugget-Brücke stehen geblieben und müssen hier, glaube ich, noch zwei Trainer besiegen und danach dürfen wir uns einen neuen Encounter fangen. Und ja, tatsächlich hoffe ich, dass wir hier jetzt gut durchkommen, vor allem schnell. Denn ich habe manche gesehen, ich glaube, Menno hatte irgendwas geschrieben, dass er bei Part 6 schon in Prismania City oder so ist. Das heißt, er hat schon den dritten Orden, ne? Und wir gammeln hier auf der Nugget-Brücke noch rum. Auf der Nugget-Brücke. Puh, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir vorankommen. Aber ich kenn mich halt überhaupt nicht aus, ne? Vor allem, was schlimm wird, ist ja, ist der Einheitstunnel. Boah, in dem kenne ich mich kein bisschen aus. Der wird schlimm. Da muss ich mir wahrscheinlich eine Karte holen. Beziehungsweise ich muss mal selber die Karte am Anfang studieren und schauen, wo ich da lang muss und was ich da das machen muss. Weil das, nee, da kenne ich mich kein bisschen auf. Der könnte uns, oh, nicht rettern. Wirklich rettern? Der könnte uns ewig lange aufhalten. So, Feuerwirbel bitte trifft, danke. Und ansonsten, wir müssen natürlich jetzt erstmal schauen, dass wir hier safe durchkommen und Misty auch gut schaffen, aber eigentlich habe ich da jetzt nicht wirklich viel Angst. Natürlich. Weil Knuffenser kommt, geht er einfach durch. Knuffenser geht da durch, sagen wir es, wie es ist. Ein Crit, sehr schön. Entschuldigung. Hab ein bisschen Husten, ein bisschen viel Husten. Weil es ist momentan wieder dieses kalte Wetter und alles, ja. Das ist ja sogar relativ live aufgenommen. Ich glaube, diesen Part hier werdet ihr Montag, höchstwahrscheinlich Montag sehen. Oh, bis. Das ist aber eine normale Attacke sogar hier. Hier gab es ja den Unlichttypen noch nicht. Natürlich kriegen wir die schlechte Damage Roll. Den seht ihr Montag, genau. Und kein Level Up, schade. Also ich denke, ihr werdet ihn Montag sehen. Ne? Ich garantiere jetzt mal hier nichts. Aber normalerweise sollte es so sein. So, und jetzt... Achso, hier ist noch ein Gegner. Na, ganz toll. Ich dachte, da wäre kein Gegner mehr, aber natürlich ist da noch einer. Den solltet ihr am Montag sehen, denn ich nehme den gerade am Samstag auf. Ja, müsst ihn ja am Montag dann sehen, ne? Wenn ich Montag einbringe, ne? Also, da wollte ich einfach mal sagen, ne? Es ist tatsächlich so ein Projekt, das relativ live kommt. Was mich... Oh, sehr schön. Hyper. Ja, gedodged. Wunderschön. Na, schade. Ich dachte, er geht vielleicht jetzt nicht auf die Quick Attack. Das wäre ganz praktisch gewesen. So, Radfratz down. Gut. So, Gockel erreicht Level 15. Sehr schön. Ich bin ja auch am Überlegen, ob ich jetzt vielleicht auch mal wieder was anderes vorhole als Lavados, weil die anderen halt auch Erfahrungspunkte brauchen. Beziehungsweise eigentlich meine ich damit nur Knuffenser. Weil, ne, wie gesagt, wir brauchen es für die Arena. Auch wenn wir normalerweise gegen das Sterndu, welches am Anfang normalerweise kommt, eigentlich uns ziemlich gut setupen können mit Wachstum. Ich meine, wir können Wachstum, oder? Können wir Wachstum? Ja, doch. Doch, wir können Wachstum, ne? Ja. Also sollte das eigentlich relativ gut klappen. So, dann dürfen wir uns jetzt hier noch einen Encounter holen. Ich hoffe, der kommt relativ schnell. Schnell, ich sagte schnell. Encounter. Hallo. So, unser Encounter ist ein Onix. Das ist okay. Es hätte aber auch was Besseres sein können. Weil Onix lernt halt hier ohne Steinhagel. Also Onix wäre gar nicht so schlecht, hätte man Steinhagel und sowas hier in Doppelkick überlebst du doch, oder? Ja, easy. Wäre das gar nicht mal so schlecht. Ich werde es jetzt auch trainieren, weil es eigentlich mit Steinwurf vielleicht doch von der Coverage her nicht schlecht ist. Und ein weiteres Monster drin zu haben, ist auch ganz gut. Na, wirklich. Onix, hör auf mit dem. Ah, warte, wir können Giftpuder, go. Wenn es nicht drin bleibt, dann bleibt es halt nicht drin. Meine Fresse, ist mir dann in dem Moment eigentlich auch egal. Weil Onix ist jetzt nicht so ein Monster. Ich meine, mit Kreideschrei könnte der Steinwurf ganz gut sein, aber es ist halt, wie viel macht das? Okay. Es ist halt dann doch wieder nur... Ich habe aus Versehen angegriffen, ne? Nein, Giftpuder gedrückt. Oh mein Gott, Glück gehabt. Uff. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch drin. Hey, wie dieses Onix mich... Onix, so toll bist du jetzt auch nicht, dass du hier, was weiß ich, hier dich aufführen kannst, ne? Bleib jetzt hier drin. Du kannst hier nicht mal zu Stalos werden. Stalos wäre cool. Aber Onix...
Onyx an sich ist nicht so toll. 7 KP, das heißt, du dürftest uns selbst mit einem Crit nicht rausnehmen. Bleib jetzt einfach in diesem fucking Pokéball drin und diskutieren wir hier nicht. Danke. War das so schwer? wie nennen wir denn Onyx? Felsnatter. Du bist also eine Felsnatter. Mhm. Dann bist du. Ich nenne dich einfach Brooke. Und fertig. Ha, trainieren wir es? Das ist halt jetzt die Frage. Trainieren wir Brooke? Eigentlich hat es keinen Sinn, es zu trainieren. Es ist vergiftet, ne? Es wird höchstwahrscheinlich so und so sterben, also ja. Geil. Wir müssen prinzipiell auch reingehen. Haben wir uns gerade so mit einem Pokémon. Warte, haben wir ein Gegengift? Ich möchte eigentlich meine Zeit damit jetzt nicht verschwenden, aber. Geil, wir haben uns gerade ein Pokémon gefangen, das gleich sterben wird. Das sind die guten Catchers, meine Freunde. So catcht man sich Pokémon. Naja, ich würde sagen, wir legen jetzt auf jeden Fall die anderen zwei Mons ab. Nutzen dann wenigstens die Zeit und gehen auch ins. Nein, nicht hierhin. Wir müssen hier mal ein paar Pokémon. Ich möchte sie jetzt auch noch nicht freilassen. Aus dem einfachen Grund, weil das jetzt gerade für mich mir ein bisschen nicht mitnehmen, ablegen. Zu viel Zeit kostet. So, Maxi erstmal ablegen. Und dann Brooke ablegen. So können wir uns immerhin auf die drei Pokémon, die wir momentan haben, fokussieren. Ich hoffe halt immer noch, dass wir den Mondstein finden. Ansonsten. Heißt das nichts Gutes für uns? Weil Nidoqueen wäre schon sehr, sehr nützlich, muss ich sagen. Aber der Rest wäre alles so. So, jetzt einkaufen. Oh, ich hoffe, wir kriegen noch irgendwo Pikachu, weil normalerweise müssten wir ja hier das Glumanda und Kauf. Stopp, erstmal verkaufen. Erstmal verkaufen. Wir brauchen X-Spezial, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Top-Beleber brauchen wir nicht. Boah, der bringt aber viel. Wir haben auch noch einen Sonderbonbon, das dürfen wir nicht vergessen, Domfossil. Und das Nugget, bitte. Kaufen. Wir holen uns mal noch 5 Tränke. Man sieht halt nicht mal, wie viele Tränke oder was man hat. Gib mir mal mindestens 2 Gegengifte, ne? Die möchte ich auch dabei haben. Diesen Einkauf werden wir jetzt einfach erledigen, weil sonst, nee. Nee, sonst wird es zu eklig. So, und Schutz möchte ich tatsächlich auch ein paar mitnehmen. Machen wir das auch gleich so. Gut. Gut, gut, gut. Dann können wir jetzt weitergehen. Ich überlege gerade, können wir uns oben rechts noch einen Encounter finden? Normalerweise müsste oben rechts eine neue Route sein, ne? Ich habe ja keine Ahnung, wie hier das Routensystem ist. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie bestraft wird. Also ich muss es halt dann sterben lassen, ne? Und das sind... An sich, wenn es halt nicht ist, dann muss ich es ja freilassen. Und wenn ich ihm, wenn ich es gelevelt habe, dann sind es halt verschwendete Erfahrungspunkte, ne? Also an sich wäre es ja eher eine Bestrafung für mich. So, du da oben. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht gut genug um meinen Glumanda gekümmert. Versprich mir gut für dieses... Dann gebe ich es... Er gibt es mir einfach so? Es ist ein Garados! Ich dachte, das ist wie bei diesem Bisasam, aber ist es nicht? Oh, lol. Das ist natürlich... Und Garados. Das ist natürlich genial. Nimm mir nach Tiberium. Kümmere dich gut um Glumanda. Ja, nice! Das... Oh, das wertet das Team sowas von auf. So, wir haben jetzt erstmal, weil schauen, das war ja Hyperzahn. Kannst du Hyperzahn lernen, Garados? Nein, kannst du nicht, Gockel könntest du. Ich überlege ja auch, ob ich das tatsächlich Gockel beibringe. Und Zahltag, ich weiß nicht, wie stark ist ein Zahltag. Kannst du es auf jeden Fall lernen, also bringe ich es dir jetzt auch bei. Ich weiß gar nicht, was hier eigentlich sonst für eine TM liegen würde, so. Du musst jetzt eindeutig vor Garados. Leider ist Garados in der ersten Gen noch nicht so gut. Zum einen, weil es kein... Da oben ist halt Gras, ne? Und prinzipiell müsste hier eine neue Route sein. Ich fange mir jetzt einfach da ein Pokémon und Punkt. Ein Punkt? Wir haben einen wilden Encounter. Och, Taubsi, wirklich. Das haben wir schon gefangen. Dupes Claws gilt. Ich bin mir sehr sicher. Gibt es hier irgendwo eine Karte oder sowas? Oh Gott, damit verschwende ich Zeit. Nein, anscheinend nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass hier eine neue Route ist. Weil das eine war ja, der Grasteil gehört noch zur Nuggetbrücke, genau. Und das ist eine andere Route, da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, gib mir jetzt irgendwas Gutes, was nützlich ist. Oh, nicht schon wieder, Taubsi. Ich kann hier nicht so lange Zeit vertrödeln. Wir sind nämlich schon wieder fast bei der Hälfte. Du kannst nicht davonlaufen. Das ist Level 17! Willst du mich verarschen? Was ist das so hoch gelevelt?
Lass mich bitte fliehen. Oh mein Gott, wir brauchen unbedingt einen Mon, der so hoch gelevelt ist. Das wird grandios. Und schon wieder Taubsi. Aber Dupes Claw Skill hat. Es ist Level 17, das ist viel zu hoch. Bitte flieh. Gut. Wir müssen Lavados vorpacken, weil Lavados ist um einiges schneller. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Bitte gib mir jetzt irgendwas, was nicht Taubsi ist, was ich noch nicht gefangen habe. Ich meine, ich würde ja prinzipiell auch Taubsi fangen, aber Dupes Claw Skill halt, ne? Was kommt jetzt wieder? Wahrscheinlich wieder Taubsi. Ist das euer Ernst? Level 12? Wow. Und das Taubsi war Level 17. Ich hätte lieber das Mon Level 17, ne? Aber das ist halt wahrscheinlich nur ein Mon, das dadurch ersetzt wird. Kinders, wir brauchen jetzt noch ein Mon, das nicht Nidoran, weil Nidorina ist oder Taubsi ist. Ich werde hier jetzt auch nicht mehr lange suchen. Ja! Oh Gott, das müssen wir fangen. Oh mein Gott, müssen wir das fangen. Oh mein Gott, müssen wir dieses Pokémon fangen. Tiberium, es tut mir leid, aber du wirst hier gleich nicht mehr trainiert. Denn erstens ist dieses Mon höher gelevelt. Okay, wir müssen es natürlich auch erst fangen. Aber es ist Shiggy. Und Shiggy ist um einiges besser. In Kratzer überlebst du. Das ist von Nidorina erst recht. Ja. Du müsstest prinzipiell sogar noch einen Tackle überleben, aber... Nee, das gehen wir jetzt nicht ein, das Risiko. Immerhin, ich glaube, Gyarados kann sowas wie Stärke lernen. Oh, Junge. Blubber. Oh, Junge, wird das lustig. Bitte bleib drin. Bleib einfach drin, Shiggy. Ich möchte eigentlich nicht Tackle einsetzen. Auch wenn ich weiß, dass Tackle schwächer ist. Und dass normalerweise das Überleben ist. Aber ich will dieses Shiggy haben, bitte. Eins. Shiggy. Bitte. Wir haben noch 8 Pokebälle. Also sobald wir bei 5 sind, werde ich einmal Tackle einsetzen. Es bleibt aber auch in seinem Rhythmus drin, ne? Boah, wir schaffen einfach schon wieder nichts in diesem Part. Nichts! Nur um dieses Shiggy zu fangen und so viel Zeug zu fangen, ne? 1, 2, 3. Ja, Shiggy wurde gefangen. Nice. Mini-Kröte. Ich nenne dich jetzt einfach Turtle. Einfach, weil wir jetzt einen kurzen Namen brauchen. Also kurz ist er jetzt nicht, aber einen schnellen Namen brauchen. Turtle. Wundervoll. Oh, super. Oh mein Gott, das werden wir... Das können wir gleich trainieren. Wunderbar. Tiberium, du gehst nach unten. Oh, Junge. Und wieder ab ins Pokémon Center. Obwohl, wir haben eigentlich Tränke geholt, ne? Komm, wir setzen jetzt unsere Tränke ein. Wir werden das jetzt einfach benutzen. Ich meine, wir haben 9 Tränke. James, einmal hoch ein. Ich kann jetzt nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Die Queen werde ich jetzt sogar mal nicht hoch ein, weil... Obwohl, ja, wäre klüger. Ja. Wäre klüger. Wäre wahrscheinlich klüger. So. So. Denn ich habe schon gesehen, dass da oben, glaube ich, so ein Bergsteiger oder wie der heißt. Wanderer, Bergsteiger. Ich bin auch so ein Bergsteiger, ne? Ich komme gerade vom Mondberg. Blablabla. Die haben ja meistens Gesteins-Pokémon, beziehungsweise manche haben auch noch ein Macholo. Wahrscheinlich ist er jetzt genauso einer, der mit einem Macholo leadet, ne? Ja, war klar. Level 15. 15 ist halt auch sehr hoch. Gockel, geh rein. Gockel, du machst das Ding. Bist auch Level 15 aus dem Schnabel. Es wird wahrscheinlich kein One-Hit. Karateschlag. Ist halt leider hier keine Kampf. Take hat aber crittet sehr oft. Oder? Naja, kein One-Hit, war klar. Nochmal Karateschlag, bitte kein Crit. Danke. Puh. Junge, Junge, Junge. So, Turtle erhält gute Erfahrungspunkte. Kleinstein. Kleinstein, das schaffst du, Turtle, ne? Da glaube ich dran. Also, wenn du Kleinstein nicht schaffst, ne, dann brauchst du auch nicht im Team bleiben. Ganz ehrlich. Weil die Kleinstein kann nicht so viel und du hast Blubber. Da, Blubber. So, wie viel macht das? 50% mindestens. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Tackle macht... macht sehr viel Schaden. Ist halt aber auch 2 Level drüber, ne? Also, sobald Turtle Level 15 ist, werde ich ihm das Sonderbonbon reindrücken. Level 14 ist sogar schon sehr gut. Weil als Shiloh hält es zum einen viel mehr aus. Und wir teilen auch viel mehr aus. Also ist das in dem Fall natürlich auch klüger. Sondern du müsstest auch ein Wanderer sein, ne? Du bist auch ein Wanderer, oder? Und wieder... Onix ist gefährlich. Level 17, oh Gott. Aber wenn Turtle halt das besiegt, ne? Das sind Tonnen an Erfahrungspunkten. Da ist es schneller. Tackle macht... Okay, das ist kaum Schaden. Das ist gar kein Schaden. Wir machen sicher 50%. Yes. Jetzt
Die Initiative! Okay, okay, alles ist gut, alles ist gut. Ich wollte gerade sagen, die Initiative ist gesenkt, wir outspeeden das, aber doch nicht. Schade eigentlich. Wäre ganz gut gewesen. Level 15 schon. Ah, jetzt weiß ich nicht, ob ich... Turtle lernt Aquaknarre, super. Komm, wir drohen ihm gleich das Sonderbonbon rein. Ich gehe jetzt kein Risiko mehr ein. Kein Risiko. Wenn mir das jetzt nämlich noch wegstirbt, ne, dann raste ich aus. Sonderbonbon. Und Turtle ist jetzt nämlich auch schon ungefähr auf dem Level von unseren anderen Mons, was natürlich auch sehr gut ist. Shigi, entwickel dich. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Gib mir Shilock. Yes. Danke. Turtle wurde zu Shilock. So. Dann können wir prinzipiell wieder in Gockel vor, ne? Krass. Haben wir sehr schnell nachgelevelt, das ist auch sehr gut. Jetzt haben wir wenigstens... Ne, mit Shilock haben wir einen Mon, das wirklich gut angreifen kann. Ich habe noch gar nicht geschaut, ob es vielleicht Hyperzahn lernen kann. Weil das ist auch nochmal ein sehr guter Angriff, ja. Weil dann könnten wir Shilock nämlich auch in der Wasserarena benutzen. Weil Wasserattacken machen ja eigentlich nichts gegen uns, ne, gefühlt. Nicht nur gefühlt, das macht eigentlich nichts gegen uns. Also... Können wir damit... Oh, sehr schön. Vor allem der Spätzwert ist ja immer gleich. Das ist auch sehr gut, weil Wasserattacken sind ja speziell... Gut gemacht, Gockel, hast du gut gemacht. Habitak. Habitak mag ich nicht als Gegner, ne? Überhaupt nicht. Da wäre mir... Ich hätte gerne auch Pikachu oder ein Elektro-Pokémon. Magneton wäre auch ganz gut. Das war jetzt nicht so viel Schaden. Aber es geht noch. Es geht noch. Ah, greifst nicht weiter ein. Reicht ein Schnabel aus der Range? Ich hoffe es mal. Sehr schön. So haben wir das auch. Bissigockel kriegt leider nicht Level 16. Schade drum. Schade drum. Ich weiß halt jetzt nicht, was hier die Trainer noch haben. Warte, man kann schon Zerschneider. Nee, Zerschneider kriegt man jetzt erst, ne? Ja. Oh Gott, wen bringe ich dann Zerschneider bei? Da muss ich ja irgendeinen Mon wahrscheinlich reinnehmen oder so. Ich weiß es nicht. Kann irgendwas von mir. Fleckmon. Okay. Kann irgendwas von mir eigentlich Zerschneider? Ja, Knofenser, aber dem möchte ich es eigentlich nicht beibringen. Das ist mein Problem. Konfusion, das müsste... Das war viel Schaden. Das ist auch viel Schaden, aber... Wer krittet jetzt, ne? Oh mein Gott. Ey, dieses Fleckmon, ne? Fleckmon. Das Sprite ist zum einen auch ziemlich komisch, wie ich finde. Gockel erreicht Level 16, gut. Dann würde ich nämlich sagen, tun wir James vor, dass James auch noch Level 18 bekommt. Oder was heißt auch noch, dass James halt Level 18 bekommt. Super, und das heißt, sobald wir wieder zurück sind, dürfen wir uns gleich mal nochmal Tränke kaufen. Geil. Geil. James, geh vor. Und ich wollte noch schauen, ob Turtle den Hyperzahn lernen kann. TMZ. Warte mal, kriegen wir nicht von Rocco eigentlich Blitz? Weil dann sind wir richtig RIP. Wenn das nämlich der Fall ist, sind wir richtig RIP. Weil dann weiß ich nicht, wie wir da durchkommen sollen durch den Einheitstunnel. Ist mir jetzt gerade so aufgegangen, welche TMs wir so kriegen. Weil die TM, die uns ja dann... natürlich Nidoran männlich. Die uns dann Misty gibt. Die ist ja prinzipiell Bubble Beam. Also Blubstrahl. Und die könnten wir dann auch unserem... wie heißt das jetzt? Unserem Shilock beibringen. Was ja eigentlich ziemlich gut wäre. So, nochmal Wickel. Wir wickeln das jetzt einfach so durch. Oh, ich muss wahrscheinlich dann auch noch Wickel wegtun. Ich könnte auch Wachstum wegtun, aber Wachstum wird mir halt bei der Arena helfen, ne? Oder nach der Arena, vielleicht mache ich es da. Oh, wir sind schon Level 18. Und jetzt müssen wir prinzipiell Schlafpuder lernen, ne? Ja. So, kann nicht mehr alle 4 Attacken verlernt werden. Schlafpuder vergessen, bitte. Nicht Schlafpuder vergessen, Giftpuder bitte vergessen. Was laber ich eigentlich schon wieder zusammen? Schlimm. Sehr schön mit Schlafpuder. Schlafpuder ist auch sehr gut für die Arena. Und Nidoran weiblich. Ja, jetzt können wir ja wieder wechseln. Ja, dann geht Turtle rein, ne? Sehen wir zum ersten Mal Turtle, also Shilock, das entwickelte, in seinem Auftritt. Oh, nice. Mit Aquaknarre. Interessante Animation, muss ich sagen. Das war ein Crit, oh. Wenn das ein Crit war, ne? Ich meine, Nidoran weiblich ist bulky, ja. Aber jetzt kriegen wir halt nochmal, ne, ein paar Schmerzen ab. Schon wieder so viel Schaden auf allem. Und eigentlich, oh, wir sind jetzt auch langsam am Ende. Jetzt wahrscheinlich werde ich noch aufheilen. Und die Monster wechseln, weil ich glaube,
Hier ist ja noch ein Trainer, ne? Oh ja, oh ja. Das sehen auch nach Bergsteiger aus. Also tun wir mal Turtle vor. Wir nutzen die Zeit noch und setzen ein paar Tränke ein. Beziehungsweise eigentlich einen für Turtle. Und dann können wir noch irgendwas machen? Eigentlich nicht. Dann speichern wir hier an der Stelle. Und sind nun fertig. Wir haben noch ein paar Sekündchen. Aber was soll's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine Freunde. Bis dann und ciao.